Sie Lords und Sie Ladies, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und die Temperaturen gehen in den Keller. Was machst du da am besten? Anpunschen! Ich habe hier 3 Tassen eines x-beliebigen Glühweins, darauf kommt es nicht an. Ist ja auch ein Rumkanal und kein Glühweinkanal. Ich hoffe, ihr seht schon, das dampft noch schön. Und in meinen Kommentaren habe ich gesehen, Mensch, tu doch mal den hier rein. Das ist der 54%ige Silverstone von Aldi. Dann so ein Standard Hansen Rum. Präsident. Aha. Unter dem tun wir es ja nicht. Und interessant, in einem Kommentar habe ich auch noch gelesen, Strohrum tun die Leute da rein. Bitte, schauen wir mal, was davon ganz lecker ist. Da diese Becher nur zur Hälfte voll sind, nehme ich mal nur 2 cm. Das reicht, glaube ich, dicke aus. So, einmal hier. Zack. Rein mit dem Silverstone. 54 freundliche Volumenprozente. Und dann Hansen. 42%. Hansen Präsident. Sozusagen der Gute. Ich erinnere mich noch an meine Weihnachtsmarktzeiten. Mach mal einen Guten. Ne? Guter heißt hier, sag Stopp, wie viel rum du willst. Ne? Also, Hansen auch bekannt als Kopfschmerzen in der Flasche. Vor euch tue ich das trotzdem. Und jetzt bin ich auch nochmal gespannt, weil Strohrum, wir hatten ja schon mal Strohrum, ist ja, ja, so ein richtiger Rum ist das nicht. Also wie man sich das immer denkt, irgendwie aus der Karibik importiert. Aber auf Zuckerrohrbasis, sagte ich ja schon mal in einem Video. Schwupp, mit ganz viel Aromastoffen da drin und gar nicht so viel Zucker, wie man denkt. Und jetzt kommt das Schlimmste für mich, nämlich Kosten. In welcher Reihenfolge machen wir es jetzt am blödsten? Ich bin natürlich ein Trottel, weil das sind 80 Volumenprozent Strohrum. Das heißt, ich kipp da am besten noch ein bisschen Rotwein drauf. So, dann ist hier aber auch leer mal. Und jetzt geht's ans Testen. Also fangen wir gleich mal hier mit Geschmackstod an. Ne? 80 Volumenprozent. Egal, ist ja lecker. Prost. Oh ja, merkst du. Boah. Aber wahrscheinlich wegen des vielen Zuckers im Glühwein merkst du das doch nicht so stark. Aber der ist geil dazu. Respekt. Also, vielen Dank an den edlen Kommentator. Finde ich super. Oh, Freunde, meine Alternative zu Kollege Hansen hier. Normalerweise kriegt ihr dann wahrscheinlich den blauen oder irgendwas anderes, was ihr gar nicht kennt. Aber seien wir mutig und hopp hopp rein in den Kopf. Dagegen schon fast mild, möchte man sagen. Aber ich meine, wenn du den vorher hattest, das, wie gesagt, tötet ja alles, ist der hier absolut in Ordnung. Bin mal gespannt, was mein Kopf morgen früh dazu sagt. So, und jetzt mal irgendwas in der Mitte, 54%. Silverstone von ALDI. Cheers. No. Hm. Beißt ein bisschen mehr als er hier und sogar etwas mehr als der gute Strohrum mit seiner 80 Umdrehung. Aber durchaus nicht schlecht. Also, Freunde, kann man nicht anders sagen. Ich würde sagen, Testsieger wäre hier Strohrum. Wenn ihr den mit 40% bekommt, gibt es ja auch, oder 60, irgendwas dazwischen eben, dann nehmt doch gern den. Ich möchte meine Meinung bestätigen. Der ist ganz schön lecker für so einen Glühwein. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich mir das Ganze so ansehe. Hier ist ja, ich würde fast behaupten, kein richtig vernünftiger Rum mit bei, ne? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, mit welchem Rum ihr einen Glühwein trinken wollen würdet. Außerdem, ich habe ja schon diverse Rums gekostet, das heißt, die Flaschen sind offen. Schreibt mir gerne, mit welchem Rum ich den nächsten Glühwein kosten soll. Ich finde nämlich, je besser der Rum, desto besser auch der Glühwein. Schreibt mir gerne eure Meinung und dann habe ich demnächst wieder 3 Tassen hier vor mir und sag euch, ob dann nicht einer von diesen, doch sagen wir mal, höherwertigen, richtigen Rums aus der Karibik oder wo auch immer die herkommen, besser damit schmeckt. Ich bin raus und bis zum nächsten Glühwein. Tschüss!